Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Herr De Pain und wir sind mal wieder eine Runde in COT unterwegs. Für diejenigen, die es noch nicht wussten, ich präsentiere euch heute meinen Favorite Tier 8 Premium, den guten alten Defender. Gibt es inzwischen schon eine ganze Weile. Russischer Heavy, Stufe 8, wie gesagt. Warum, wieso, weshalb, werden wir auf jeden Fall in den nächsten zwei Replays genauer erkunden. Und da würde ich sagen, nicht lang schnacken, sondern rein. Erste Runde, reine Achterrunde. Eine Arti pro Seite. Wir sind auf Airfield unterwegs. Ist jetzt nicht so die Mörderkarte, bin ich early. Aber ja, das soll uns ja nicht davon abhalten, hier trotzdem ein halbwegs gutes Ergebnis abzuliefern. Und wir fahren ganz gediegen Richtung Heavy-Richtung. Oder Heavy-Line. Und wie ihr wisst, auf der Karte ist Taktik immer so eine Sache. Von der einen Seite hat man noch ein bisschen bessere Position als von der anderen. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist Airfield eher eine Karte, auf der ihr eine ruhige Kugel schiebt. Und das werden wir auch erstmal probieren. So. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zur Taktik auf der Karte zu erwähnen. Ansonsten zum Defender, wie gesagt, russischer Heavy, deswegen auch typisches Gunhandling für einen Russen, eher kartoffelig und schlecht. Ich fahre meinen schon mit teilweise erbeuteten Equipment, um eben dieses Gunhandling sogar noch zu verbessern. Habe auch voll Field Mods drauf und eine ziemlich gute Crew am Start. Und ja, was soll ich euch sagen, das Gunhandling ist trotzdem nicht der Wahnsinn. Fangen uns einen Schuss. Nehmen dafür aber erstmal einen sehr gefährlichen Gegner raus, den Renegade. Unsere TDs machen gut mit, muss man sagen. Also gerade zum Anfang, wenn wir uns hier mal kurz umgucken, da hinten steht alles voll. Da hinten stehen zwei Skorpione und eine Su-130 PM plus Arti. Und die können hier natürlich alle wunderbar reinholzen. Sollte euch auf jeden Fall bewusst sein auf Airfield. Deswegen macht man sowas, was Kollege Renegade und IS-3 da eben gemacht haben, auf jeden Fall nicht. Weil das kann man nämlich auch von unserer Seite aus ganz gut erleben. Und das wird auch der ein oder andere Kollege aus meinem Team nachher noch erfahren dürfen, dass man nicht voreilig da reinfährt. Ja, ansonsten, wie gesagt, typisches Gunhandling, trotz brauchbarer Crew, trotz gutem Equipment, eher, unteres Mittelfeld, sagen wir mal. Das war, ne, fair. Wir haben ja schon die ganze Zeit gesehen, wie wir hier stehen eigentlich. Unser Kollege, der Skoda, aimt da unten die Ecke ab, beziehungsweise da hinten in die Richtung. Und ich dachte mir, weil ich habe schon damit gerechnet, dass dann da irgendwie ein Push kommen wird oder mal einer vorbeiguckt. Dass jetzt gleich zwei gucken, ist so die andere Sache, aber gut. Und ich dachte mir, er covert die Ecke da unten. Nö. Macht er nicht. Gut. Haben wir mal ganz saftig 1000 HP von unserem Leben verschenkt. Weil wir uns auf unseren Teammate da ein bisschen verlassen haben, dass er da aufpasst. Aber naja. Gut, sei es drum. Ansonsten, bis auf in diesem Moment, funktioniert die Panzerung vom IS-3, sage ich schon. Defender ganz gut. Ja, am ehesten zu vergleichen mit dem Defender im russischen Tech Tree ist der IS-3. Hat eine ähnliche Panzerungsform. Man muss dazu sagen, er hat vorne nicht so gut angewinkelte Flächen. Wenn wir uns den Kollegen mal kurz von vorne angucken. Ihr seht die Unterwanne, relativ spitz zulaufend, aber auch jetzt nicht mördermäßig hoch. Aber dafür hier oben ordentlich gewinkelt und geformt, hier in der Mitte nochmal spitz zulaufend geformt und ansonsten auch alles sehr abgeschrägt und angeschrägt, das Ganze und sehr flach gehalten, was relativ wahrscheinlich macht, dass ihr auf jeden Fall eure Panzerung effektiv einsetzen könnt. Kollege ist da unten seinerseits unterwegs. Wir versuchen ihn oben auf die Gunblende oder über die Gunblende zu schießen. Da ist so eine Lücke beim IS-3, da kann man durchholzen. Das ist beim Defender nicht der Fall. Dafür hat der Defender zwei Kommandantenhuten. Ja, die sind vielleicht nur ein Pixel hoch, aber die werden, wie ihr seht, doch das ein oder andere Mal getroffen. Da wurden wir nämlich vorhin schön vom Skoda penetriert. IS-3 geht raus, sehr schöne Sache. Arti hat aufgepasst. Ansonsten, Reload-Time beträgt so um die
12,5 Sekunden circa, also ist recht lange. Für ja über, ich glaube, 450 Alpha oder 420 Alpha, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber müsste ja theoretisch auch sehen können. 440 Alpha. Ja, da war es aber wieder, die Kommandantenluke. Wir haben noch mehr HP eingebüßt, haben jetzt noch 120. Und ihr seht schon, ich gucke selber ganz ungläubig, weil ich geguckt habe, wo er mich penetriert hat. Und ich habe gleich gesehen, ah, Kommandantenluke mal wieder, sehr schön. Wie gesagt, die ist nur ein Pixel hoch, aber die wird trotzdem gerne und oft penetriert. Das ist so ein Ding. Und jetzt war es mir zu blöd da unten mit den beiden Skodas. Ich dachte mir, meine Fresse, da kann man doch auch eigentlich mal runterfahren und die beiden in Schach halten. Könnte man, wenn man sich denn nicht festfahren würde. So, ich wusste, dass der Skoda noch am Nachladen ist. Deswegen sind wir jetzt hier mal ganz ungeniert reingefahren. Und jetzt heißt es warten. Richtig viel gemacht haben wir die Runde noch nicht. Wir haben mehr gespottet als Schaden gemacht auf jeden Fall. Ist auf Airfield aber auch nicht großartig schwierig, hier ein bisschen Spot zu generieren. Da sind die ersten über 400 in die Seite vom Skoda. Ja, die macht auch wieder mit. Ist auch immer schön. Zweites Skoda steht jetzt hier auch getrackt rum. Trackt sich auch nochmal eine. 466, sehr schön. Er ist damit One-Shot auf jeden Fall. Sein Kollege steht da unten auch immer noch rum. Und möchte nochmal gerne einen Nachschlag haben. Kann er natürlich nicht gerne bei uns abholen. Gar kein Thema, da sind wir großzügig. Haben wir ja selber schon genug HP gespendet, deswegen sind wir jetzt mal dran, uns selber welche zu klauen. Jetzt flieht er hier panisch. Nimmt sich nochmal eine faire Low-Roll von 404 mit. Und wir haaren jetzt hier aus. Die beiden Jungs sind jetzt erstmal verarztet. Haben jetzt erstmal genug. Und ich dachte mir, HE. Gucken wir ja mal ausprobieren. Da oben stand die ganze Zeit mehr oder weniger eine Su rum. Eine Su-BM aus dem Gegnerteam. Dachte mir, machen wir doch mal einen Blindshot da rein. Aber haben wir leider nicht erwischt. Und dann kommt hier auf einmal der Kollege an. Mit dem hatte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Hatte leider noch eine HE drin, weil ich nochmal einen Blindschutz machen wollte. Und ja. Der Patriot einmal kurz ein bisschen gebügelt und schon klingelt er an unserer Panzerung. Man muss dazu sagen, der Patriot ist nicht die beste Penne, aber das ist eigentlich ja Standardszenario für die Panzerung vom Defender. Auch dieser wundervolle Schuss geht kunstvoll in den Dreck, beziehungsweise in den einen kleinen Stein, der da noch ist. Da haben wir wieder ganz, ganz sauber geaimt und ganz klug mitgedacht auf jeden Fall in dem Moment. Aber so ist es immer manchmal. So, und jetzt ist es hier relativ ausgeglichen. Und jetzt wird sich unser Team nach und nach wegrationalisieren lassen. Obwohl wir eigentlich im Vorteil sind. Wir haben mehr Kanonen im Spiel. Wir haben mehr HP im Spiel. Wir haben theoretisch mehr Positionen besetzt als der Gegner. Und ja, haben hier eigentlich eine ganz gute Auswählungssituation. Aber ihr seht jetzt eindrucksvoll, wie man es auf Airfield nicht machen sollte. Nämlich einfach mal W drücken. So, ich dachte mir da oben, gerne im Snipernest stehen ja auch mal welche drin. Wir haben auch noch einen oder anderen Panzer schon lange nicht mehr gesehen oder auch noch gar nicht gesehen aus dem Gegnerteam. Deswegen arbeite ich auf jeden Fall gerne mal mit kleinen Shots in diverse gern genutzte Positionen. Der ELC Even nervt schon die ganze Zeit da unten in dieser Position rum. Die könnt ihr euch auf jeden Fall merken. Von der anderen Kartenseite aus gespielt. Mit einem Light oder irgendeinem Medium, der fix ist und schnell in die Position kommt, einen guten Tarnwert hat, könnt ihr da richtig für Trouble sorgen, weil ihr hier oben die ganze Auffahrt auf jeden Fall spotten und beschießen könnt. Und auch beschießen könnt, ohne selbst aufzugehen. Ja, also der ELC macht es schon die ganze Runde und wird sich da auch ganz gut ein weggefarmt haben. Aber dauert es nicht mehr allzu lange und wir schicken ihn dann doch nochmal in die Garage. Reicht er dann auch irgendwann. Bearztet jetzt nochmal ein bisschen den VK-100, der da blinklings jetzt einfach reinfährt. Und der Kollege wird gleich richtig kotzen, weil der wird nämlich gleich, ja, auch in der Garage landen. So, ich bin offen. Sagt mir, er ist da wieder rein oder rausgefahren in seinen Busch. Zu spotten. Wieder für Ärger zu sorgen. Wir haben ihn leider mit unserem Blindshot nicht getroffen.
Aber es dauert nicht mehr lang und da ist er. Schicken wir ihn endlich mal zurück in seine Garage, den kleinen ranzigen Keimling. Reicht ja dann auch mal. Ja, Walker 100, wie gesagt, ordentlich geblutet, ist jetzt mal rausgegangen. Hat da jetzt auch die denkbar schlechteste Route eigentlich gewählt, weil, ja, wenn wir uns das Ganze angucken, dann seht ihr ja, er ist jetzt irgendwie hier unten an der Ecke verendet. Ihr habt hier oben die Sniper-Position, ihr habt hier drüben den Light gehabt, ihr habt hier hinten die Möglichkeit, von da beschossen zu werden, ihr habt die Möglichkeit, von da oben beschossen zu werden und so weiter und so fort. Also es war jetzt eigentlich eher nicht so richtig klug, wenn wir ehrlich sind. Aber gut. Ja, und so haben wir jetzt schon mal wieder einige Fahrzeuge in der kurzen Zeit verloren und ganz schön viele HP verloren. Ich habe schon gepinkt wie ein Wilder, dass die Leute doch endlich mal runterfahren sollen. Ich meine, mit meinen 120 HP in meinem Heavy brauche ich jetzt nicht unbedingt zwangsläufig hier noch quer über die halbe Karte eiern. Aber sowas wie ein Progetto zum Beispiel könnt ihr ja zum Löwe fahren. Denn hier, da wo der Löwe versucht, sich da hinten hochzuschieben, mal hochkraxeln und die Gegner von hinten aufs Horn nehmen. Könnte man so machen. Aber muss man auch nicht unbedingt, wenn man sich jetzt die momentane Position vom Progetto anguckt, dann kann man natürlich auch sein eigenes Süppchen kochen. Das geht natürlich auch. Ja, ansonsten, der eine Skoda noch verblieben im Spiel. Hat noch ganze 18 HP. Mr. Brust eiert hier hinter mir noch rum. Der Skoda piekt jetzt hier hoch. Und dann haben wir das Gunhandling. Ihr seht diesen großen Aim-Kreis, wie lange der braucht, um kleiner zu werden, bis ihr eingezielt habt und so weiter. Also das dauert schon seinen Moment. Dachte ich mir, okay, alles klar. Der Scorpion ist da, die Sue ist da, der Scorpion ist auf einmal weg und die Sue steht da hinten immer noch rum und macht nicht so richtig viel. Treffen die Kommandanten Luke und fallen ab. Das kann man auch machen. Immerhin ist er auch zum zweiten Mal an uns abgeprallt. Die Sue macht ihren Schuss. Das ist schon mal schön. Aber viel mehr kommt von der Sue jetzt leider nicht. Ich dachte mir, in dem Moment, so wie die Sue da hinten steht, könnten wir ja zusammen die Borask aufs Korn nehmen oder er könnte versuchen, die Iso rauszunehmen, weil jetzt sind nur noch drei Panzer im Spiel und die Positionen sind bekannt. Ja. Könnte man so machen, oder? Aber man könnte auch stehen bleiben, wo man ist und warten. Und ihr habt es vielleicht erraten. Warten. Genau. Kann man machen, muss man nicht. Der Progetto ist auch immer noch full life und kraxelt da in der Mitte rum und macht auch nicht so richtig viel. Jetzt habe ich hier die Brust nochmal gespottet. Der Progetto schießt nicht drauf, weil er sich gerade bewegt. Die Sue schießt nicht drauf, weil sie gerade mit Stehen beschäftigt ist. Also. Wartet. Ja, also, ja, das ist schon schwierig. Ich habe der Sue dann auch noch geschrieben. Also erst habe ich ihr geschrieben, sie soll pushen. Dann habe ich sie ihr jetzt nach dem Moment nochmal geschrieben, was sie da macht. Er steht und steht und steht und steht und schießt. Also ich vermute, es war ein bisschen älter, schwächerer Spieler oder so, der hat einfach einen Moment länger braucht zum Aimen oder so zwei Momente länger, sagen wir mal. Und ja, was soll ich sagen? Die beiden Spezialisten verlieren jetzt diese Runde auf jeden Fall noch, aber auf jeden Fall kann ich mich jetzt nicht beklagen. Wir haben hier ganz gut mitgemacht, leider Gottes ziemlich viele HP am Anfang verloren durch den frechen Peak von den beiden Skoda, aber ansonsten hat das ganz gut funktioniert. Man hat wieder eindrucksvoll gesehen, warum man hier nicht reinpushen sollte wie die Wilden. Also die haben hier gleich zum Anfang quasi anderthalb Panzer verloren. Und warum man auch nicht frühzeitig da unten rumziehen sollte, haben wir auch mal wieder eindrucksvoll gesehen. Gut, dann wie gesagt, zweite Runde, die ich euch jetzt mitbringe. So, wie gesagt, die zweite Runde im Defender. Diesmal auf Perlenfluss, reine Achterlobby mal wieder. Und eine Arti pro Seite, recht viele TDs am Start. Und ja, mal gucken, was uns diese Runde so beschert. Auf jeden Fall wird es schon mal ein bisschen interessanter. Und ja, wir müssen auf jeden Fall von der nicht unbedingt schlechten
Mobilität vom Defender Gebrauch machen. Wie wir sehen, wir fahren so ganz gediegene, ja, ich sag mal vorwärts 34, 35 km/h. Das ist so Max ohne Turbo, was möglich ist. Und die werden wir in der Runde auf jeden Fall auch gut gebrauchen können. Damit seid ihr jetzt nicht der schnellste Heavy. Ihr seid aber auch auf jeden Fall nicht unbedingt langsam. Das ist schon mal ganz nett. Ansonsten werden wir auch wieder vom Gun Handling die Runde Gebrauch machen. Beziehungsweise wird RNG uns ein bisschen die Karten spielen. Ansonsten sei auch noch gesagt, der Defender hat einen recht guten Ertrag an Credits, muss man sagen. Also wenn man den jetzt mit relativ gediegenem Equipment fährt, so wie meine Wenigkeit, zumindest an Verbrauchsgütern und ja, mit auch mal einen Schuss Formelmunition rausholzt, dann fährt man in einer guten Runde. Also wenn er so 3000 Schaden macht, überlebt und die Runde gewinnt, ist es keine Seltenheit, dass sie mal so 300.000, 400.000 macht oder sowas. Das ist gar kein Problem. So. Ansonsten sehen wir uns jetzt hier erstmal gegen den T32 gematcht. Dann kommt hier Mr. E6. Ja, ist ähnliches Panzerungsmodell wie unseres. Wenn man da mal irgendwie ein Stück zu hoch oder zu niedrig schießt, dann klingelt mal mein Gerne an der Panzerung. So, ansonsten E6, ihr seht es im Vergleich zu unserem Panzer, er ist da vorne recht gerade geneigt, also nicht so wie wir, wenn man sich das Ganze hier nochmal anguckt, so lustig angeschrägt und angeformt, sondern, wie gesagt, eine gerade zulaufende Ober- und Unterplatte, so dass man da ganz gut reinholzen kann. Ansonsten kommunizieren wir hier mal ein bisschen mit ihm, ne? Er möchte es aber auch irgendwie nicht so richtig einsehen. Ich weiß auch nicht, was da los ist bei ihm, aber ja. Wir sehen schon auf der Minimap, ne, wenn wir da mal raufgucken. Andere Flanke, da wird hart gepusht vom Gegner. Wir müssen hier jetzt eigentlich einen Finger ziehen und dann ziemlich fix mal kehrt machen. Renegade, wir traden, gar kein Thema. Wir haben höheren Alpha als er, deswegen ist das gar kein Problem. Ansonsten ping ich da hinten mal meinem Kollegen an, dass er mir doch gerne mal helfen könnte. Wenn wir hier reinpushen, dann können wir die mal 1, 2 Picks alle wegmachen hier. Der Renegade geht schon mal zurück in die Garage, das ist schon mal schön. Die 6 T32 und 110er sind hart in der Bredouille. Die Jungs machen jetzt auf jeden Fall auch nicht mehr allzu lange. Die T32 lässt sich nochmal fair ein einstecken. Der Skoda kommt mir endlich zur Hilfe, ist aber eigentlich leider zu spät für alles. Sollte nicht mein Problem sein. So, ansonsten haben wir die Flanke mal kurz geklärt. Wir einfach ein bisschen smarter gespielt haben und ja, ich glaube ein Panzer mehr hatten. Wobei wir auch mit dem AT-15 aufgekreuzt sind, aber hat funktioniert. Und jetzt heißt es eigentlich zurück und Base-Steffen, dachte ich, war eigentlich offensichtlich, aber anscheinend nicht. Ja, deswegen bin ich dann ja der Einzige, der jetzt hier zurückfährt. Wobei man sagen muss, der Chrysler schlägt schon mal eine ähnliche Richtung ein wie meine Wenigkeit, auf jeden Fall zurück. Beziehungsweise rotiert er Richtung Mitte, ist jetzt auch nicht unbedingt verkehrt. Und ja, der Rest fährt dann in Bulk weiter auf die gegnerische Basis drauf und wir ziehen uns hier raus aus der Nummer und versuchen erstmal Base Step zu machen, weil da sind ja doch 2, 4, 5 TDs unterwegs, die mehr oder weniger eigentlich ungebremst auf unsere Base krachen könnten, aber wir werden gleich sehen, dass es nicht ganz so viele sind, die da auftauchen, aber die Kollegen, die da auftauchen, die sind schon recht unangenehm. Der Chrysler ist jetzt quasi einmal um Pudding gefahren. Jetzt oben beim Type 59 hier oben in der Mitte angekommen. Und wird mir auch gleich zu Hilfe eilen. Ansonsten haben wir noch einen Scorp. Den habe ich jetzt mehr oder weniger angedeutet, dass er mal links ein Auge auf den Weg halten soll, dass da keiner
ungesehen rausgepusht kommt und ich dachte mir, okay, er ist mir unten, alles da, kommt keiner. Dann tauchen hier, ja, die beiden Kollegen auf. Da habe ich gleich auf die Premium gewechselt, weil ich mir dachte, ja, alles klar, die werden jetzt da höchstwahrscheinlich versuchen, irgendwie in der kleinen Senke da so ein bisschen Halldown zu spielen. Da müssen wir schon mal die gute Munition rausholen. Ich habe einen Ticken zu hoch gepiekt. Dachte mir, alles klar. Dann nehmen wir euch schnell mal mit einer HE raus. HE auf die Unterwanne, sollt ihr reichen. Nö. Gut. Schön. Dann halt nicht. Scorpion dachte sich dasselbe, hat auch schon mit HE drauf geschossen. Aber ja, davon hat sich die Panzerung der beiden Kollegen auf jeden Fall bis jetzt noch nicht so richtig beeindrucken lassen. So, jetzt ist der Chrysler noch angekommen. Ich stelle den einen Kollegen auf Kettle, der hat jetzt noch ganze 39 HP. Ich dachte mir, okay, jetzt kommt der Chrysler oder der Scorp, aber nee. Sind beide gerade am Verschieben und haben da nicht so wirklich ein Wirkungssichtfeld drauf. Der Chrysler ist noch Full Life, deswegen lassen wir halt mal vorfahren. Wir wechseln wieder die Munition und ich dachte, gut, alles klar, komm. Machen wir das mal. Und in der Zwischenzeit hat sich unser Team auf der anderen Seite lustig wegrationalisieren lassen. Warum auch nicht, ne? Ich und der Scorp und der Chrysler sind jetzt hier am Vorfahren, um die verbliebenen Gegner hier rauszuholen. Und jetzt hier den Chrysler nicht großartig stören bei seinem wilden Zeitsperrmanöver. Und der Scorp wird jetzt noch einen verbliebenen Feind raus und wir sind jetzt wieder mehr oder weniger am ja, gegenpushen. Skoda T56 ist jetzt hinten als einziges noch übrig. Ansonsten sind alle gestorben und draufgegangen da hinten. Ich würde jetzt eigentlich mit dem Scorpion zusammen über die 1-2er fahren, aber der Chrysler fährt Richtung Mitte und ich habe mich dann erstmal lieber an den Chrysler gehalten als an den Scorp. Ja, gut, alles klar. Wir machen jetzt erstmal die Mitte unsicher. Skoda geht aus unserem Team auch noch raus. Damit sind wir jetzt eigentlich nur noch mit dem Kreis, dem Scorp und der Adi alleine gegen Will. Beziehungsweise gegen 5. So rum. Dem Scorp jetzt geschrieben, dass er nicht zu weit vorfahren soll, beziehungsweise sich zurückziehen soll, weil er da nun mal alleine ist und alles andere, was da rumsteht, ihn halt eigentlich auch locker kalt macht. Oh, er ist jetzt zumindest erstmal stehen geblieben, aber zurückfahren tut er auch nicht. Aber gut, muss er wissen. Wir sind auf jeden Fall gleich mit dem Chrysler in der Mitte angekommen. Und ja, dann werden wir jetzt auf jeden Fall gleich auf, was treffen wir, auf den Corvette müssen wir treffen. Da werden wir jetzt mal vorspulen, weil wir hier erstmal ewig noch den Berg hochkraxeln müssen. So, der Chrysler macht das eigentlich ganz gut. Blockiert da schön den Progetto. Der Progetto ist jetzt hier am Flüchten. Ich habe mich jetzt hier irgendwie kurz mal vollkommen verämt. Dann geht er auch schon raus. Uranen hat sich wieder umpositioniert. Seltenes Bild auf jeden Fall, dass die Art, die sich so verlegt, wie unsere es gerade tut. Erst stand es hinter der Base, dann stand es neben der Base, jetzt steht es an der anderen Seite. Das ist schon mal ganz cool. Ich kann hier überall fleißig mit reinwirken. Ich dachte mir, okay, wir pieken jetzt mal die Mitte an, gucken, ob wir aufgehen. Da hinten scheint erstmal nichts großartig unterwegs zu sein. Jetzt kommt hier der SAP-TK gegen unseren noch fast Full Life Chrysler. Er sollte das also eigentlich diesen Sack haben. Und da kommt wieder die Lorraine und hilft ihm. Also, das passt schon mal soweit. Der Scorp kommt jetzt wieder in die Mitte gefahren und ich bin hier jetzt am gucken, ob hier irgendwelche Bäume liegen oder irgendwelche Büsche ganz besonders verdächtig aussehen, weil ich dachte mir, naja, sind jetzt höchstwahrscheinlich irgendwo am Base-Dev beschäftigt, beziehungsweise am Campen. Ah, ich benutze die Position da selber hinten ganz gerne mal, wenn es dann schlecht um unsere eigene Base aussieht, von der anderen Seite. Deswegen fliegen mal wieder Blindshots durch die Luft. Man muss auch sagen, im Großen und Ganzen macht die Kanone schon ganz gut mit. Auch der Schuss ging eigentlich klar genau dahin, wo ich ihn hinhaben wollte. Aber dafür kann die Kanone auch anders, was wir gleich wieder eindrucksvoll sehen werden. Frag mich nicht, was ich dahin gemacht habe.
Wenn wir jetzt überlegen, dass es hier hinten auf A1 das höher gelegene Plateau, da steht eigentlich meistens keine Sau. Sondern da wollte ich eigentlich. Ne? Ja. Aber gut, da steht auch keine Sau. Da dachte ich mir, okay, dann sind wir mal mutig, wir sind nicht aufgegangen. Es lief irgendwie gerade Blindschutz irgendwo hin. Aber nicht so richtig auf unserer Position. Deswegen dachte ich mir, okay, wer weiß, wo die Jungs da hinten stehen. Wir fahren jetzt einfach mal hier in die Mitte erstmal vor. Auch immer noch nicht gespottet. Ja, da es jetzt nur noch drei leicht gepanzerte Fahrzeuge sind, haben wir natürlich eine AE drin. Und da dachte ich mir wieder unschlüssig, wie ich war. SAPTK, wenn der jetzt kommen würde, da könnten wir wieder Pech haben und nicht pennen. Wir nehmen lieber mal Normal Mumpel und wählen einfach eine AE vor. Ansonsten Chrysler hinter uns am Snipern, der Scorpion mit vorne mit bei. Und ja, sie waren nicht gesehen, also man weiß nicht, wo sie sind. Der Scorpion findet den Scorpion. Unser Scorpion lässt sich mal kurz einen einschenken. Da ist der SAPTK. Wir haben genau richtig für ihn getimed. Eine normale AP drin gehabt, die reicht für den vollkommen aus. Eine AE hätte ich ihm jetzt in der Seite höchstwahrscheinlich wieder nicht gepennt. Jetzt sind nur noch die beiden Scorps übrig, da reicht die HE wieder vollkommen aus, um das Ding hier sicher zu machen. Da ist der erste. Zack, der geht raus. Und der zweite lauert hier natürlich schon um der Ecke, der war ja eben noch gespottet. Gar kein Problem. Wir haben ja ein paar HP, die kann er gerne haben. Wir sehen auf den Turm, weil wir da einen Easy-Pen-Marker haben. Nehmen den Kollegen auch noch raus. Und holen das Ding auf jeden Fall noch. Ja, sah mittlerweile erstmal, erst sah es ganz gut aus, dann sah es wieder gar nicht so gut aus und dann haben wir das Ding doch noch rumgerissen bekommen. Also es war auch eine recht spannende Runde, die Tatsache mal recht lange ging, muss man sagen. Also Hut ab. Gestern waren einige längere Runden mit dabei. Und ja, wie gesagt, momentan Defender bei mir ganz gut im Einsatz, weil ich wieder am Credits Farm bin für den einen oder anderen Zehner. Und ja, was soll ich euch sagen? Er macht seinen Dienst, er hat eine super Panzerung, also muss man schon echt sagen, die ist teilweise schon echt unfair, wenn man denn jetzt zum Beispiel mal Top-Tier ist gegen 6er und 7er und dann mal gegen 6er und 7er wirklich, ne, face-to-face steht. Ja, dann können einem die Jungs eigentlich nur leid tun, weil sie nicht so richtig viele Chancen haben, euch frontal zu penetrieren. Wenn ihr die Unterwandel versteckt, dann bleiben eigentlich meistens nur noch die Kommandantenluken übrig und die sind, wie ihr seht, eindrucksvolle 1-2 Pixel hoch. Also, ja, eher nicht so einfach zu treffen, nicht so einfach zu penetrieren, das Ganze. Und ja, die Kanone ist natürlich auch eine faire Nummer, weil die hat auch auf jeden Fall keine schlechten Penetrationswerte. Dafür hat sie halt, ja, ein Gunhandling, was eher nicht so der Burner ist. Aber alles im Allen, wie gesagt, ein super solides Konzept. Ich würde es jedem auf Stufe 8 empfehlen, der ansatzweise mit Heavies klarkommt. Ein Defender ist auf jeden Fall the way to go. Es ist eine Nation, die viele gute 10er Heavies hat. Da könnt ihr den natürlich auch gerne für einen Crew-Trainer benutzen. Dafür eignet er sich auch auf jeden Fall sehr gut. Und ansonsten könnt ihr damit, wie gesagt, 1A-Credits farmen. Alright, dann soll das mein kleines Video zum Defender gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten lasst wie immer gerne einen Kommi oder ein Like da. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video gesund und munter wieder, würde ich sagen. Ne? Haut rein!